Während es bei uns in Deutschland gerade ruhiger beim Wetter zugeht, braut sich im Süden Europas ein kräftiges Unwettertief zusammen. Das entsteht hier gerade vor der Küste Italiens und bringt dann in den nächsten Tagen besonders in Süditalien kräftige Niederschläge, Gewitter und auch Schneeschauer in den höheren Lagen. Und mit dabei ist auch stürmischer Wind. Los geht das Ganze am Mittwochabend am italienischen Festland. Da kommen dann diese starken Schauer hier an. Und dann geht das im Prinzip weiter noch bis in den Donnerstag hinein. Da bleibt es noch sehr, sehr stark und erst zum Freitag und Samstag beruhigt sich die Wetterlage dann allmählich. Insgesamt fallen dort in einigen Regionen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Nur zum Vergleich, das ist so viel, wie bei uns in Deutschland innerhalb von 1 bis 2 Monaten fällt. Also es wird richtig, richtig nass, richtig ungemütlich. Nicht nur in Italien, sondern auch noch in Griechenland und hier auf Korsika und Sardinien. Überall dort wirkt dieses Tiefdruckgebiet etwas mit und bringt eben diese starken Niederschläge. Und in den Lagen ab etwa 1000 bis 1500 Meter fällt dann auch Schnee. Insbesondere hier in den mittleren italienischen Gebirgen sind das teilweise mehr als 20 oder 30 Zentimeter. Also da wird es nochmal richtig, richtig weiß. Lange bleibt der Schnee dort allerdings nicht liegen. Denn zum Wochenende geht es auch dort mit den Temperaturen bergauf und dann ist es mit dem Schnee auch erstmal wieder vorbei. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.